Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part PES 2013. Wir haben ja das letzte Mal diese Liga da abgeschlossen, Nordeuropäische Liga Stufe 1. Und da wir jetzt alle Stufe 1 Ligen abgeschlossen haben, können wir rübergehen zu den Stufe 2 Ligen. Angefangen mit dem hier, das heißt der gelben Linie, Atlantik Liga Stufe 2. Dieses Mal ist das Preisgeld ein bisschen höher, aber ich glaube, sonst ist noch alles gleich. Nur die Teams sind halt ein bisschen besser. Das heißt aber auch die Spieler, und die können wir dann bekommen. Diese wären... Okay, wir brauchen echt dieses 20.000er Gebäude, damit wir 4-Sterne-Spieler kriegen können. Also, der Angreifer ist okay, der Torwart... Naja, warte, wie sieht denn unser Torwart aus? Kann ich nicht draufgehen natürlich. Ich kann es aber hier schon mal sehen. So, oh Gott, 3,5 Sterne. Also da können wir schon leicht 3 Sterne Spieler kriegen. Gibt hier auch 4 Sterne Spieler? Müsste es doch eigentlich 2 Sterne? 2, 2, 4, ja, ein Angreifer. 1 Stern? 3, okay. Das System ist ein bisschen komisch. Wir haben hier 2 Sterne und wir haben überwiegend 2 und 3 Sterne Spieler. Okay, wir haben auch noch einen 1, aber wir haben sogar einen 4er. Dann müssen wir ungefähr gleich viele Sterne haben, aber egal. Dann sind unsere Auswechselspieler halt behindert wie Scheiße und deren nicht. So sage ich das jetzt einfach mal. So, wieder viel FIFA gespielt. Das heißt, erstmal wieder gucken, wie das Spiel hier denn überhaupt geht. Zum Glück spiele ich ja nicht auf so einem wirklich schwierigen Schwierigkeitsgrad, sondern nur auf sehr schwer. Das heißt, nur der zweitschwerste, es gibt ja 5. Normal spiele ich ja immer auf dem schwierigsten. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Pfosten? Laber nicht. Und auch noch den falschen anvisiert. Ach komm, jetzt mach den rein. Alter, was ist das für eine Scheiße? Als ob ich jetzt mit so einem guten Dribbling einfach mal den Torwart und die Spieler komplett zerstöre und dann den verfickten Pfosten treffe. Das ist doch scheiße. Und die machen jetzt hier wieder so eine Offensive, die einfach nur drauf loslaufen ist und dann auch noch fast trifft. So, ich hätte jetzt mal wieder gern den Ball. Dankeschön. Toll, jetzt sehe ich keinen Spieler. Nein, ich wollte gerade spielen und dann steht der im Abseits. Ja, voll. Okay. Ja, okay, wir haben hier noch. Schnell weiterpassen. Na, kriege ich den noch irgendwie eine Offensive? Ja, kriege ich. Als ob das. Das ist nicht wahr, oder? Als ob der jetzt ernsthaft Latte gegangen ist. Alter! Was habe ich denn jetzt für ein Alu-Pech? Das ist doch nicht wahr! Scheiße. Oder? Nee, scheiße. Zumindest ein beschissenes Tor. Es ist zwar ein bisschen lame, aber es ist ein Tor. Und ich glaube, bei einem Pfostentreffer und dann noch einem Lattentreffer ist es auch verdient. So, Ball geholt, Ball wieder direkt verloren. Ball wieder geholt. Und jetzt eine Offensive starten. Komm, du bist schneller als der. Bist du auch? Nein! Und du schießt drüber, du Moloch! Da dribbelt der einfach den Torwart aus und schießt dann übers Tor. Ich habe aber auch schon ein bisschen Pech, ne? Ich spiele einfach mega gut. Nur es bringt mir nichts.
Okay, nice, nice. Oh, der war richtig nice sogar. Wir haben jetzt erst ein Tor gemacht, ne? Schon ein bisschen unverdient. Leck mich! Ja, pff! Ramm mich voll weg, ne? Dann juckt's den Schiri auch nicht. Wieder der beste Schiri ever. Komm, der Pass war so nice. Ja, und das Tor war auch ganz gut. Ich glaube, der Torwart ist im Tor geblieben, weil der dachte, ich spiele zu einem Mitspieler. Habe ich aber nicht. Ich habe sogar nämlich gar keinen gesehen. Ich weiß zwar, dass da welche waren, aber ich habe die jetzt nicht gesehen. Ich hasse Flanken. Ich verliere immer bei Flanken die Führung. Es steht zwar 2-0, aber dann machen sie zwei Flanken und dann habe ich einen Unentschieden wieder am Hals. Ja komm, also das muss ein Tor sein. Gut, 3-0. Easy Game eigentlich. Wenn es so weitergeht, überlege ich mal, ob ich die nicht wieder auf. Was ist nochmal das letzte Niveau? Meister? Nee, das heißt doch irgendwie anders. Auf jeden Fall irgendwie sowas zu stellen. Oh nein. Und jetzt kommt die Situation, die ich so hasse. Die ich so hasse, weil die einfach nur schießen und es ist immer ein Tor. Das ist so zum Kotzen. Scheißpass von mir. Geh rein, Alter, der geht natürlich nicht rein. Bis jetzt kamen immer nur die, wo man zu einem Mitspieler passt. Diese Tore sind immer nur reingegangen. Ja, perfekt den Pfosten getroffen. Danach perfekt die Latte getroffen. Und danach war es zum Glück das Tor. Ballführung haben wir auch, es steht unentschieden bei den anderen, also bis zum nächsten Mal. Ciao.